Konnichiwa, Yoko des, Folge 37 von Yakuza Zero Let's Play by York, Yorugu startet. Und zwar dank der fantastischen PlayStation-Schlummerfunktion exakt da, wo wir aufgehört haben am Samstag. Kaffee trinken. Ich häng am DAV, das ist der Deutsche Alpenverein. Weil er ein Edler ist. Das ist übrigens der Blick so von Odaibo nach, oh Gott, meine, nach Norden ist das ungefähr mit diesen Kränen. Keine Ahnung, ob sie gerade auf Odaiba stehen. Odaiba, gab es Odaiba schon in den 80ern? Weil das ist aufgeschüttetes Land. Ah, gab es bestimmt, oder? Könnte man mal nachgucken. Oder es sah so aus, das kann natürlich auch sein. Ist heute so eine Vergnügungsmeile. Ja, nicht nur ein richtiger Stadtteil, Halbinsel, wie auch immer. Das ist das eine der großen Riesenräder drauf, kann man auch hochfahren. Und Hotels und ach, und sogar Strand mit Sand und so. Ins Wasser sollte man, glaube ich, eher nicht. Also nicht mal den Zehen reinhängen. Tolle Atmosphäre, ist zwar touristisch, aber da so abends rumzulaufen. Echt schön. Das könnte aber auch überall sein hier. Na ja, egal. Ja, Führer befiehl, ich folge der Tachibana. Darf man nicht sagen, solche bösen Nazi-Zeit-Scherze, oder? Und darf aber auch Gröfat sagen, oder? Sotenbori. Wo ist das? In Osaka. Da gehen also dann die beiden Handlungsstränge bald zusammen. Die Omis sind ja die, die mich die ganze Zeit nerven als Machima-san, wo ich ja wieder ja, rein möchte in den Clan. Es kommt alles zusammen und ist komplizierter als die Verwandtschaftsverhältnisse europäischer Herrschaftshäuser. Ich habe das Gefühl, dass die Story so ein bisschen Fahrt aufnimmt, oder? Business. Business. Ja, dann lasst uns mal Business betreiben. Hey! Nicht schlecht. Das ist vielleicht sogar das blinde Mädchen. Also die Matuko oder wie sie heißt. Nach Osaka würde ich auch mal gerne. Das überlegen wir uns mal für spätere Jahre, wenn die Tokyo Game Show uninteressant wird. Dann machen wir Jörg in Osaka, oder? Nee, ist mal ernsthaft, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Könnte eigentlich mal einen Osaka-Trip machen. Eine Osaka-Geschäftsreise, das ist bestimmt irgendetwas.
Naja, also gefährlicher als in Tokio kann es ja nicht mehr werden. Wo ich an jeder Straßenecke filettiert werde von irgendwelchen Samurai-Schwertschwingenden Yakuza. Achso, jetzt bin ich ja in einem. Kann ja nichts mehr passieren. Dann bleibe ich in Tokio. Kekko des. Das klingt süß. Kekko des. Aber was ist dann mit meinem Immobilienimperium? Okay, dann darf ich da dann wieder rein. Wakatte. Ja. Also jetzt habe ich nochmal die Chance, natürlich auch wenn ich wollte, beliebig lange hier mein Immobilienimperium weiter zu betreiben. Aber ja, so ganz ohne ein bisschen drumherum wollen wir es ja auch nicht bleiben lassen. Ich bin jetzt hier von fast ums Eck. Ich kann ja einfach mal so weitere Etablissements mir angucken, ob ich die mir vielleicht einverleiben kann. Ich weiß es nicht, ob ich da nach echten Schildern gehen muss. Oder einfach, ja, ja. Was ist das denn? Ah, ich, ja genau, was ich gerade erzähle. Ich kann einfach Etablissements anwählen. Und jetzt habe ich quasi 24% des Leisure-Dings-Areas. Und dafür brauche ich quasi das Geld. Okay. Ja, gucken wir mal hier rein. Nee, da kommt kein Look. Genau, ich hätte es gesagt, ich hole mir noch einen Laden, den ich mir leisten kann. Und betreibe die ein bisschen. Ich weiß nicht, nach welchen Gesichtspunkten die ausgewählt werden. Ich könnte wahrscheinlich auch auf der Karte gucken. Aber so schwer ist es jetzt auch nicht. Das wird noch dazugehören hier. Schaut her, Goons. Ihr habt im Gegensatz zu meinen bisherigen Gegnern in den letzten Folgen, ihr habt ja noch nicht mal ein kleines Schwert dabei. Das ist doch völlig lächerlich. Habt ihr ein Holzschwertchen? Habt ihr? Och Gottle, da habe ich aber Angst. Ich beginne diesen Kampfstil zu mögen. Der wirkt so satt beim Einschlag meiner Faust. Also wenn es so nicht geht, dann müssen wir halt die übliche Duracell-Hasen-Kampftechnik auspacken. So. Aber schön angezogen sind sie, oder? Ui. Na, das hat mir jetzt nicht viel Geld gebracht. War so ein bisschen meine Hoffnung bei der Sache, aber gut. Können wir da was kaufen? Nö. Da. Also nach welchen Gesichtspunkten man da Sachen auswählen kann, verstehe ich noch nicht, aber wie gesagt, bevor ich da jetzt erst in mein, ah, hier ist was, das geht bestimmt, bevor ich erst in meinen Laden zurückgehe und da, nö, und da gucke, was ich überhaupt anwerben kann, ist es, glaube ich, einfacher. Ich laufe einmal um den Block, da wird schon was dabei sein. Und dann starten wir die nächste Runde, Kassierrunde, verteilen
unsere Leute neu. Und das könnten wir halt mit 5 Distrikten machen, bis uns da halb Tokio gehört. Wenn es sein muss. Was? Yakuza? Aber ihr seid keine Schwertbewaffneten. Also, alles gut. Da. Die sind gar nicht schlecht. Merkt man immer, wenn sie ausweichen können. Da lohnt es sich dann auch mal, den Finisher zu machen. Hey, gar nicht schlecht, Herr Fukuhura. Kann ich aber auch ausweichen. Okay, das ging jetzt lang. Ach, jetzt war ich, da dachte ich jetzt schon, ich habe richtig Y gedrückt und wollte schon den Kampf als beendet ansehen und dann hat er sich nochmal da weggestohlen. Aber auch das hat nicht wahnsinnig viel gebracht. Naja. Okay, gucken wir mal hier. Können wir da was... Pachinko auch nicht. Pachinko durfte man in Yakuza 5 spielen. Da habe ich es aber nicht kapiert und dann schnell weitergemacht. Es laufen auch gerade schon ein bisschen weg. Ich glaube, ich sollte in diesem Viertel links unten bleiben. Im Südwesten bleiben, wie wir Kartografen sagen. Da habe ich schon versucht. Also wie gesagt, ich suche jetzt nach weiteren Etablissements, die ich in mein Imperium, in mein Wachsendes aufnehmen kann. Das sieht doch nach einem Dings aus. Habe ich das schon? Ne. Das. Ah ja, die auf der Karte markierten, die stehen quasi nicht zur Verfügung. Also wenn ihr Wünsche habt, was ich noch machen soll, gut, ich werde in der Folge jetzt noch, aber auch in Osaka wird es ja wieder Vergnügungen geben. Also bestimmte Freizeit-Unterhaltungsgeschichten, dann schreibt es mir ruhig als Comment, auch bitte auf gamersglobal.de. Ich schaue auf YouTube nur selten rein. YouTube sind auch immer die Kommentare, also das ist nicht bei Yakuza, aber also die Leute haben da teilweise gar kein Benehmen irgendwie. Also die Anonymität tut nicht jedem gut. So, wen haben wir jetzt? Chika Arimura. Nee, wollen wir auch nicht. Ach, das ist übrigens auch. Habe ich beim ersten Mal, muss ich mal fotografieren, wenn ich in Tokio bin. Gerade diese Fast-Food-Geschichten in Anführungszeichen, die haben oft echt Automaten. Und da wählst du aus, was du, also wie gibt es mittlerweile auch in Deutschland bei McDonald's, so mit Touchscreen. Aber in Japan gibt es das offensichtlich seit den 80ern. Da wählst du aus, schmeißt Geld rein, drückst auf natürlich meistens nicht englisch beschriftete Tasten. Dann kriegst du einen Voucher und damit holst du dir dann dein Futter. Also in der Häufung ist das durchaus ungewöhnlich. Nö, ich finde irgendwie nichts mehr. Also, ich muss zugeben, wenn ein Plan nicht so toll aufgegangen ist, ich dachte, ich... Ja, hier kann ich. Seht ihr? Jetzt gerade noch mal. 13 Dingens, das reicht ja genau. Gut, dass ich gekämpft habe. Und... Damit gehören mir 29% der Leisure King Area, geteilt durch 5 vom ganzen Distrikt. Oh, da ist noch mal was. Aber da habe ich jetzt kein Geld mehr. Ah nee, das ist eine Nebengeschichte. Hallo. Da muss ich ja jetzt fast hin. Der Innocent Lad, der unschuldige Bursche.
Ja, wahrscheinlich so eine Million-N-Machine. Ach. Und da gehst du an einen Yakuza ran. Natürlich helfe ich dir. Komm, das machen wir schnell. Was uns da wohl erwarten wird in der dunklen Seitengasse. Nani? Ich habe mir sowas gedacht. Na komm, da kaufen wir ihm was Nettes, oder? Oder ich könnte ihm auch ein paar Telefonkarten geben. Ja. Ich habe ja immer die Hoffnung, dass dieser pädagogische Ansatz nicht ganz ernst gemeint ist, dass da ein Augenzwinkern dabei ist. Aber man kann nicht sicher sein. Oh, jetzt doch. Vielleicht haben sie eins, wo man nur... Oh, was passiert jetzt? Die Rettung. Die tauschen jetzt wahrscheinlich ganz unschuldige Zeitschriften aus. Ich war allerdings auch mal in jungen Jahren, war ich mal einige Wochen in Amerika unterwegs. Ich war mehrmals in Amerika unterwegs und habe mir dann irgendwo auch mal so ein, ja, nicht mal Softporno, halt am Flughafen so ein Magazin gekauft. Und dann hat mich tatsächlich ein Amerikaner angesprochen. Oh, nicht lonely, hat sie gesagt, aber irgendwie so, have you bought yourself a friend oder irgendwie so ein Scheiß. Das fand ich damals recht peinlich. In Tucson war das, genau. In Tucson. Tucson hat einen botanischen Garten, hat die Biosphere 2 in der Nähe. Ein Flughafen, ein Gefängnis und sonst nicht sehr viel. Das ist Tucson. Oh ja, und jetzt werden sie ganz böse hier, diese Onna-Neuchtos. Ach, meine Assistentin hat sich mal von ihrem Zombie-Status am Whiteboard gelöst, wo sie aber gleich wieder stehen wird, wenn ich da hingehe, um die nächste Kauf-Sammelrunde da zu starten. Und jetzt ist es auf einmal eine Schande für mich. Okay, aber du hast es versprochen.
Das wird eine längere Geschichte hier. Ja, dem kaufe ich jetzt ein Nackertes Magazin. Nackerten Magazin wäre der korrekte Angriff. Oh, das wird jetzt richtig kompliziert hier. Begin your dubious quest. Also, das ist ja mal eine richtig lustige Sache. So. Also, sie darf mich nicht sehen, die dürft mich nicht sehen. Das ist alles gar nicht so einfach. Okay, aber jetzt die Chance. Das ist die falsche Alley. Wo muss ich eigentlich hin? Können wir mal damit anfangen? Wo muss ich eigentlich hin? Hä? Ich habe schon jegliche Orientierung verloren. Wo muss ich hin? Da sind doch die beiden. Also hier, die waren es nicht. Weil wisst ihr, wenn ich nicht... Das war doch da hinten, oder? Okay, ich nehme das jetzt sofort zurück, dass ich das irgendwie lustig fand, weil das ist jetzt nur nervig. Ich weiß nicht, wo diese Dings ist. Das... Ah, hier muss ich rein. Laufen wir doch einfach rein. Wo ist denn das Problem? Die dürfen mich auch nicht sehen, oder was? Und dann fange ich immer wieder am Ausgangspunkt an. Okay. Nee, wieder falsch. Ich könnte jetzt gerade echt meinen Orientierungssinn... Okay, ich entlaste jetzt oder ich ermorde sie. Was läuft dir da eigentlich im Kreis? Hat ihr nichts zu tun? So. Jetzt laufe ich hinter ihr rein. Nee, da geht sie gar nicht rein. Wo waren das? Okay, noch ein Versuch. Und dann wird der Junge leider sich mit anderen Mitteln als Erwachsener fühlen müssen. Hier? Da geht's doch rein. Ich zieh mich die wieder. Naja, noch mal ein Versuch. Also einmal nach hinten möchte ich wenigstens kommen. Also, ich finde das schon ein bisschen doof, weil also diese Kegel einer Minikarte, die helfen da mal gar nicht, so wie sie sich überlagern. Jetzt muss ich warten, das ist mir schon klar. Jetzt warte ich, bis sie sich wieder rumdreht. So, jetzt hat die mich getroffen. Jetzt warten wir. Ah, die laufen auch rum. Okay, vielleicht kann ich jetzt hier wenigstens mal stehen bleiben. Das ist auch die Kamera noch. Ich komme. Also das ist. Ja, komm. Ich würde jetzt gern ein Zeichen in die Kamera machen. Leck mich doch. Also für den Scheiß habe ich keine Zeit. Wenn das halbwegs so wäre, dass man steuern kann, gerne, aber so nicht. So, ich enttäusche dich jetzt, du armer kleiner Perverser. Vielleicht kann man ihn ja... Ja, man kann ihn später nochmal ansprechen. Ich komme bestimmt zurück. So, aber was ich jetzt mache ist... Eine neue Sammelrunde starten. Steht hier wieder irgendjemand rum, der sich von mir anwerben lassen möchte? Nein. Und jetzt wird auf magische Weise die Marina wieder an ihrem blöden Whiteboard stehen. Habe ich nicht gesagt? Hallo Marina, ich befehle dir jetzt 10 Minuten da stehen zu bleiben. Geht leider nicht. Und er hier ist schon gestorben, oder? So. Dann hole ich mir erstmal das Geld. Juhu! Und dann...
kann ich in meine jetzt 5 Läden mal reinschauen. Eins, zwei, drei, fünf, fünf. Ja, 5 müssten sein. Und da sieht man auch, wo sie sind, genau. So, also den bringe ich jetzt endlich mal auf B-Level, oder? Das müsste doch jetzt klappen. Yes! Und wahrscheinlich geht es wieder bis S, super. Das ist Herz. Da habe ich ihn hier. Also Unterhaltung. Oh, auf einen Schlag, der ist super. Toller Elvis. Hier. Irgendwie macht das erstaunlich Spaß. Kann es euch auch nicht erklären. Da muss ich Geschäftsmann-Kenntnisse haben. Ist er jetzt besonders gut oder besonders... Masochistic Man? Gucken wir mal. Yes! Und... Yurisake. Essen? Mankata. Ja, Kata, sagt der. Gut so. Und Popo Tenkaichi. Da brauche ich Einkaufs... Ah, da ist auch... Also, der ist super, der Typ. Oh, jetzt habe ich genug Geld. Da muss ich einen billigeren nehmen. Das reicht ja. Bing! So. Mal sehen, ob sich die Einnahmen jetzt von den vorher 3 Millionen irgendwas deutlich gesteigert haben. Ja, 7. Das bringt schon was. Dann starten wir das mal. Jaring, jaring. Okay. Wenn ich wiederkomme. Ich hatte übrigens Glück, dass ich noch genug Geld hatte für die beiden Fritzen. Hatte ich nämlich gar nicht dran gedacht. So, und dann gehen wir mal eine halbe Stunde fast gespielt. Dann gehen wir mal in Richtung unseres eigentlichen Ziels. Oh, jetzt passiert was. Ah, okay. Ich glaube, wir wechseln dann doch erst in der nächsten Folge nach Osaka, weil jetzt kommt, es gibt doch diese Battlestar und jetzt regen sich die anderen Stars auf. Also der Leisure King mag nicht, dass ich 29% meiner, das wird bestimmt ab 25% oder so getriggert. Und der belästigt jetzt die Marlena, die gerade noch als Zombie angeheftet an der Whiteboard stand und jetzt vor mir auf die Straße gegangen ist, wie sie das wohl geschafft hat. Marlena, du bist doof. Die Frau eines guten Freundes heißt übrigens Marina. Nein, also irgendwie für all seine nervigen, redundanten Momente hat das Yakuza oder auch die ganze Serie doch echt immer wieder auch richtige, schöne Geschichten. Aber ich brauche nicht wirklich wissen, ja, der haut natürlich ab, wieso ich euch verprügle. Leisure King Lackers. Oh, und der hat irgendwie so einen Taser. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Ha, wie habe ich das gemacht? Ich habe mich absichtlich zu Boden hauen lassen, um mit meinem Super-Trick ihn gleich hier, aua, zu beschäftigen. So. Das ist nicht schlecht bewaffnet. Aber drauftreten darf ich trotzdem nicht, weil ich gerade keinen Heat habe. Aber jetzt habe ich ihn erstmal aus der Gleichung genommen. Habe ich erst gar nicht ihn getroffen. Ja, die weichen jetzt auch mehr aus, die Buben. Aber solange sie ins Leere springen mit ihren Karate-Sprüngen. Was? Wie kannst du nochmal aufstehen? Ach so, weil du bist so der eigentliche... Habe ich gar nicht realisiert, dass du so einen großen Hitpoint-Balken hast. Okay. Du, aber ich habe hier was. Nämlich den Ball
Buster. So. Und nochmal, oder? Komm her. Und wirklich jeder Treffer, auch wenn er geblockt wird, wird mir sofort abgezogen. Und seht ihr, selbst wenn ich nicht treffe, das ist so fies. Gut, dann nehmen wir mal hier, was nehmen wir denn? Ja, auch gemein, aber nehmen wir noch die Pistole. Ich habe ganz vergessen, wie man die eigentlich einsetzt. So, gucken wir mal. Nee, nee, nicht damit schlagen. Schießen sollst du. Wie geht das nochmal? Ich glaube, ah ja, so. Naja, ist auch vielleicht ein bisschen überkantitelt gegen ihn hier. Oh, fast verloren. Werde ich es noch schaffen? Aber natürlich werde ich es noch schaffen. So, soll ich mich vielleicht doch mal heilen, oder? Huff, huff. You can walk the walk. Die Amis sagen ja auch walk the talk, wenn einer großmäulig Dinge ankündigt und sie da nicht umsetzt. Don't screw with the five billionaires. Ihr seid nur Yen Billionaires. Oh. Sie hat immer nur dieselbe Zombie-Mimik drauf. Die ist echt ein bisschen scary. Naja. Jedenfalls haben wir auch das mannhaft gemeistert. Dann ein bisschen Sushi. Und dann, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ich habe schon vergessen, was das hier soll. Achso, ja genau. Das sind jetzt die Eingänge zu Little Asia. Und war ich da eigentlich schon? Das ist Chat with Friendly Girls. Ja, ja, genau, ich bring's gerade durcheinander. Und hier... Ach komm, schauen wir uns ein Video an, oder? So viel Zeit muss sein. Ich gehe heute eh nicht mehr nach Osaka. Könnt euch abschminken. Lange Reise, da muss man fit sein. Der ist aber hartnäckig hier. Halt, was war das? Achso, ich bin jetzt schon an der... Habe ich es gerade wieder geschafft, mich brutal zu verlaufen? Nee, habe ich nicht. Aber ich will ja gar nicht da rein. Und womöglich triggere ich das, wenn ich da einfach so rumlaufe. Was ist das denn? Das ist bestimmt auch was ich später kaufen kann. Aber ich schätze mal, ich kann auch die anderen Distrikte noch gar nicht anwählen. Oh, hier ist schon wieder was, wo ich reinlaufen könnte. The usual. Oi. Oh, my merchandise is special. Muss ich ihn jetzt verfolgen? Naja, können Sie mal probieren. Wo ist der hin? Keine Ahnung, ich werde ihn wiederfinden irgendwann. Da steht er wahrscheinlich gleich. Hier steht er ja schon. Mich bringt so schnell nichts um. Plans for today, tomorrow's weather. Könnt ihr euch das bitte für mich merken? Plans for today, tomorrow's weather. So, wo muss ich hin? Ich habe es mal wieder zu schnell weggeklickt in den Telefonbooth, oder?
Ah, hier, fort. Heroin Karaoke Bar. Okay, wir tun mal unser Möglichstes hier. Nee, ich habe jetzt echt keine Zeit. Du stehst auch später noch da. Nicht ganz sicher. Oh, wie enttäuscht sie schaut. Da kriegt man fast ein schlechtes Gewissen. Aber nur fast. So. Ach, das kann ich gar nicht nehmen. Vielleicht kann man ja später mal Autos auch schleudern, wenn man ausgebaut ist. Das wäre doch lustig. So, wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Ja, da ist niemand, Kirjo. Muss dich schon ein bisschen konzentrieren. Uiuiuiui. Wie ist denn das passiert? Hat da jemand geschossen? Was? Wer ist denn das? Ach, der schießt da die ganze Zeit da hinten, oder was? Wahnsinn! Also die waren auch vorher nicht so gut bewaffnet, das muss ich aufpassen. So. Und wir sollten noch langsam mal zum Ende kommen. So, okay. Ich darf ihn noch nicht. Oder ist er schon besiegt? Ah ja. Okay. Gut. Also, jetzt wollen wir hier nicht reinlaufen, sondern nur vorbei. Womöglich starte ich jetzt aber auch, wenn ich vielleicht vorsichtig vorbeigehe. Ah, da ist sie. Das ist sie, glaube ich, oder? Ja. Ja. Okay. Was hast du gestern gegessen und wie wird morgen das Wetter sein oder so ähnlich? Ah. Das ist ja leicht, wenn sie es einzeln gefragt hätten. Die Mafia und Taser. Also, die werden zunehmend gut bewaffnet, diese Leute. Also eigentlich ist er der gefährlichere. So. Nicht ganz besiegt. Ja, kein Problem, oder? Ich habe keine Ahnung, ob die mitwachsen oder ob die an die jeweiligen Stories gekoppelt sind. Weil vor 10 Spielstunden hätten mir die schon mehr Probleme bereitet. Movie Date, Rain at Noon. Movie Date, Rain at Noon. Movie Date, Rain at Noon. Komm, die machen wir jetzt schon fertig. Dann müssen wir hier wieder zurück. Ah, werfen wir mal ein bisschen Geld. Movie Date, Rain, irgendwas. Oh Gott, mein Kurzzeitgedächtnis. Wer ist das denn schon wieder? Nein, dir helfe ich auch jetzt nicht. Ich habe dir gesagt, soll die Polizei holen. Movie Date, Rain.
Rain at noon. Na gut, wenigstens ist es alles in einem Aufwasch. Oh! Kurz mal, was war das eigentlich? Ne? Ein Gewehr. Subo Tenuhigi. Subo vorne und Kiro hinten, das kann ich mir merken. Subo vorne und Kiro hinten. So, das ging doch hier runter, oder? Bin echt mal gespannt, was mir der Aufwand jetzt einbringt. Taschentücher wahrscheinlich. Nein! Seid ihr des Wahnsinns? Okay. Fuck you. Ein andermal. Habe ich es denn wenigstens irgendwo stehen? Da habe ich auch lange nicht mehr reingeschaut. Also zu Ultima-Zeiten habe ich ja gerne noch mitgeschrieben. Okay. Dann halt nicht. Ich rede es nicht nochmal mit dem. Das war zu blöd. Auf der anderen Seite? Auf der anderen Seite. Wofür gibt es Smartphones? Habe ich mein Smartphone dabei? Nee, habe ich nicht. Nee. Dann ein andermal. Echt, habe ich jetzt keinen Bock. So, dann wollten wir uns noch ein Video angucken. Heute machen wir eine lange Folge. Wir nähern uns dem Ende des Let's Plays. So langsam. Ich glaube, hier ging es rein. Genau. Wo ist die Nase? Hier. So. Aber da habe ich doch schon zwei. Ach so, wenn mir die erste fehlt und die zweite, dann wird sie freizügig. Ich glaube, das ist das Motivationssystem. Aber da wird man sicherlich nicht irgendwann mal tatsächlich nackte Damen sehen, oder? Hallo. Warum hast du so große Augen? Oh, schönen Knoten hast du da gebunden. Oh, und seht ihr das Herzchen? Oh. Oh. Ja. Schön wäre es, wenn sie die Quietschgeräusche, die unweigerlich entstehen, wenn man an so einem Luftballon rumreibt, auch machen würden. Ja, hast du auch einen großen Luftballon? Leute, da müsst ihr jetzt durch. Ich weiß, es ist schwer. Oh, schade. Aber im Prinzip dadurch, dass ich das zweite geschafft habe einzusammeln, kriege ich das erste gar nicht zu sehen. Das ist doch Beschiss.
Naja. Aber was mich echt beeindruckt, ist, wie viel mehr es da geben muss. Und so groß ist doch das alles gar nicht. Anyway, wir speichern jetzt. Und nächstes Mal starte ich dann, wenn da nicht was total Überraschendes passiert, den Umzug nach Osaka. Und ich habe so das Gefühl, dass es so langsam ins Endgame dann schon übergeht. Aber ich kann mich täuschen. Also, ja. Jedenfalls danke ich euch fürs Zusehen.